Hallo, liebe Leute, hier im Wohnzimmer im Knittling sitzen wir gerade hier und wir haben einen interessanten Gesprächsgast heute Abend hier. Und zwar aus dem hohen Norden. Manche kennen ihn unter Heinz Seemann, aber ich würde sagen, stell dich einfach mal vor. Ja, Heinz Seemann stimmt schon. Heinz So Seemann. ungefähr heißt man nicht so, aber so nenne ich mich ganz gern. Mein Name ist Peter Litzgendorf, aber es ist zu lang. Heinz Seemann passt. Heinz Seemann. Bin auch früh zur See gefahren, also mit 15 Jahren schon. Und da habe ich auch meine ersten Erfahrungen mit Gruppe mit und wie halt eben sowas auch funktionieren kann in Freundschaft, zusammenzuarbeiten und zu leben. Das ist eine meiner größten Erfahrungen im Leben. Und insofern, da habe ich mich weiterentwickelt. Das heißt, du warst auf See für mehrere Jahre unter immer dieselben Leute, oder? Nein, nee, nee. Also man fuhr damals etwa ein Dreivierteljahr zur See zusammen mit wirklich Wildfremden, also die kannte man vorher gar nicht. Und relativ wilden oftmals, die halt eben auch mit der Gesellschaft oder mit ihrer Familie auch abgeschlossen hatten. Und das sind also so Typen, die sich auch nicht so gern was sagen lassen. Und ich habe es gelernt, also bin gelernter Seemann, Matrose, bin später habe ich mich weitergebildet. Bei der Küstenwache. Aber da in der Seefahrt dort war so meine erste Erfahrung, ohne es bewusst zu erleben, das ist Freundschaft. Dass also völlig wildfremde Leute einfach zusammenkommen können, zusammenarbeiten, sich gar nicht kennen und innerhalb von wenigen Wochen zu einer Gemeinschaft zusammenkommen, wenn hierarchische Strukturen nicht zu stark durchkommen. Hierarchisch, in welchem Sinne? Ja, man stellt sich immer vor, dass ein Kapitän da so unbedingt einen Druck ausübt, ne, wenn man so das in Filmen so sieht oder bei Piratenschiffen besonders. Ja, so sieht die wirkliche Seefahrt also überhaupt nicht aus. Es gibt zwar eine Hierarchie, also vor allem eine fachkompetente Hierarchie. Auf dem Schiff muss sie sein, das ist der Kapitän oder Offiziere, die wissen, wie das Schiff von A nach B kommt. Aber die sind so eine spezielle Einheit auf See, die sich auch so etwas ab von anderen bewegt. Auch auf dem großen Schiff. Das ist ja kein kleines Schiff, so ein Handelsschiff. Und so dass die Seeleute und Techniker, die Handwerker eigentlich die sind, die das Schiff instand halten, reparieren, Sicherheit herstellen und so weiter. Eigentlich kann man das so sagen, wenn man das Schiff nicht von A nach B fahren müsste, würde es diese Sondergruppe der Navigation nicht geben. Also das könnte man genauso gut an Land machen. Ja, und was macht ihr, wenn jetzt mal einer aus dem Rahmen fällt, also so mal irgendwie sich nicht an die Rechte hält oder an die Also Gesetze? einmal ist natürlich die Situation schon die, dass man für etwa 7 bis 10 Tage gemeinsam auf See ist, bis zum nächsten Hafen. Also es ist eigentlich keine Situation, in der man eigentlich sagen müsste, das ist ausweglos. Es ist wichtig, das zu sagen, weil Freiheit eigentlich bei allen der große Wille ist, frei zu sein und sich nicht mehr unterdrücken zu lassen. Ah, das heißt, wenn einer nicht zum Team passt, dann kommt er einfach nach 7 Tagen am Hafen raus. Er wird unter Umständen von sich aus gehen. Also, und dann, das ist immer ein großes Problem, weil eine Mannschaft muss vollständig sein, also vollzählig sein und auch die fachkompetenten Leute müssen da sein. Also genügend Seeleute, genügend Techniker. Das sind immer 6 in aller Regel, kaum mehr. Und wenn da einer fehlt, dann wird das Schiff praktisch, man sagt man, an die Kette gelegt. Das heißt, es lag und darf nicht mehr auslaufen. Und das kostet dann einmal sehr viel Geld an Liegegebühren und der Mann muss nachgeführt werden. Das bedeutet halt viele Kosten für die Reederei. Also, Wie viele, ja, oder wie viele Jahre oder Monate insgesamt warst du jetzt auf See in diesem Gesellschaftsverhältnis oder in diesem Gruppenverhältnis? damals waren es immer 9 Monate. Immer Neun neun. Monate und 3 Monate Urlaub. Und das über wie viele Jahre? Das habe ich etwa 4 Jahre Vier gemacht. Jahre, okay. Also gleich in der Anfangszeit, so Ja. nachdem ich aus der Hauptschule raus war. Die Schule war für mich auch das Grauen. Das hat was mit meiner Kindheit zu tun, weil ich bin relativ frei aufgewachsen, ohne Bewertungen. Und die Schule war für mich praktisch dadurch alles, was ich konnte. Das war ja, handwerkliches, künstlerisches, Sport, das sind alles eher Nebenfächer. Ohne Bewertung, wie meinst du das? Ja, ich konnte mich frei entfalten. Ich war in einer Familie, das waren Flüchtlinge.
Das heißt, da war schon mal keine so große Hierarchie da und das waren Großeltern, Urgroßeltern und meine Eltern. Mhm. Wobei nur also Vater und Mutter eigentlich Geld außen verdient haben. Die haben sich selbst, also die Familie selber ist zusammengekommen, halt eben um ein möglichst ökonomisches Zusammenleben zu realisieren. Und wir waren nur zwei Kinder, also mein Bruder und ich. Mhm. Und dadurch gab es für uns viel Spielräume und wir konnten uns entscheiden, mit wem wir zusammen immer mal spielen, arbeiten, also was wir machen. Ne? Mhm, ja. Das Wort Arbeit hat ja immer so was Negatives. Aber wenn man sich das selber aussuchen kann, dann wird es zum Spiel. Ja. Da fällt mir das Zitat von Konfuzius ein, der sagte, finde eine Tätigkeit, die dich erfüllt und du wirst nie im Leben mehr arbeiten müssen. Also das ist es. Genau das eigentlich ist es ja alles ein Spiel, ne? wenn man es als Spiel betrachten kann. Ja, und da muss man dann dazu kommen, je mehr Hierarchie ins Spiel kommt, also jemand bestimmt, was du zu tun und zu lassen hast, desto schwerer wird dieses Spiel, je mehr dann wird es Arbeit. Dann gibt es mehr Spielregeln. Also das heißt, zu viele Spielregeln? Oder? Ja, es ist ja so, dass ein Schiff, wie auch zu Hause, eine Familie, das sind ja viele, die auch viele Bedürfnisse haben. Das heißt also nicht jetzt so große überbordende nach Reichtum, sondern es muss Wäsche gewaschen werden, es muss sauber gemacht werden, es muss die Küche gemacht werden, es muss organisiert werden, es muss restauriert werden. Es sind ganz viele Arbeiten, die zugleich ablaufen müssen. Und das tun sie aber praktisch kostenlos füreinander. In der Familie ist das immer ganz logisch, ja. Ja, ja. Familie ist das eigentlich ein Wachstumsprozess. Also wenn die Wäscheberge sich häufen, dann muss man sich irgendwann durchgraben oder man sagt, ach, ich wasche jetzt doch, ich fange jetzt mal an. Ja, aber das ist nur der Fall, wenn die Familie zu klein ist. Ja. Wenn sie in der Größenordnung ist, wie wir es da waren, also vor allem immer 6 bis 8 Leute und ich sage, wie wir es auf See auch haben, 12 Leute, ja, das sieht erstmal viel aus. Ja. Aber offensichtlich war das auch so eine durchschnittliche Größenordnung von Großfamilien früher. Das ist, kann man daran sehen, dann an den Besteckgrößen, Bestecksatzgrößen. 6 oder 12. Kleines oder großes Besteck. Ah, ja, ja. Seltsam, dass immer diese 12 kommen. Also 10 wäre doch eigentlich was Rundes. Aber das kommt offensichtlich durch die Erfahrung. So viel sind zusammen und dann wird das als Satz auch verkauft. Ja? Mhm. So viel sind das. Die 12, also wie die Tafelrunde quasi. 12 ja, Meter um auch einen da taucht Kreis es auf. Oder? Es taucht ja auch bei Jesus auf oder im Chok Chen auf. Es auf der Uhr. Auf der Uhr auf. Es taucht in der Blume des Lebens auf. Ja, die Kugeln, die da zusammenliegen, sind 12 um eine mittlere 13. Aber es gibt keine Mitte, weil sich das ja halt unendlich weiterentwickelt. Mhm. Also die Zahl 12 ist offenbar für uns Menschen auch eine Zahl, in der wir uns eigentlich in einer Ganzheit wiederfinden. Mhm. Weil das Leben dann leicht wird, weil so viele Hände einander geben und nehmen können. Ja. Also im Geben ist das Nehmen da. Also das, was man auch auf See erfährt, ist, du beobachtest zwei, die sich was, wie sie sich helfen. Mhm. Ja, und jetzt wird der sympathisch, der hilft und auch der Hilfe braucht. Man ist als Dritter da und beobachtet das, die Aktion mit anderen. Mhm. Und so läuft das weiter, diese Kette. Das sind ja nicht nur diese 3, die sich da beobachten, sondern das sind halt eben insgesamt 12 sogar, die da miteinander tätig sind an Bord. Und wer delegiert es dann oder handeln die alle eigenverantwortlich? Also das ist eine Fachkompetenz an Bord, gibt es oft bei den Technikern genauso wie bei den Seeleuten. Gibt es den sogenannten Scheich bei den Seeleuten, ist das ja eine Vorarbeiter, nennt sich da so. Und bei den Technikern ist es auch ein Ingenieur, der halt eben da die Leitung hat. Aber an Bord wird jedenfalls diejenigen, die das in sich haben, dass man nur die Stärke der Sicherheit oder die Sicherheitsfähigkeit des gesamten Teams liegt daran, dass alle gehört werden, alle gesehen werden. Mhm. Na, je mehr ich dirigiere, desto mehr ziehen sich alle zurück und sagen, ja, dann sagt mir mal, was ich zu tun habe. Ja, genau. Ja? Ja. Und damit alle von sich aus kommen und auch von sich aus hören, sehen, und was sagen, sich trauen, was zu sagen. Viele haben das ja im Familienverband erfahren, dass sie halt eben nichts sagen durften. Ja, und da ist genau umgedreht. Sie werden geholt, sie werden gebraucht. Der Freund ist wichtig. Ja. Freund, Freundlichkeit, Freundschaft, all das hat das, was Wohltun ist. Eigentlich für mich, kann ich sagen, Freundschaft ist eigentlich wahre Liebe.
Ja, für mich. Ja. Für mich ist das so, weil ich das auch in der Freundschaft auch die Sexualität erfahre und davon keine Krönung mache, also keine, kein abschließendes Ich bin der Wichtigste und dann sind die Freunde weg. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig für die heutige Entwicklung der Gesellschaft. Mhm. Ja. Das ist, da sehe ich ja auch viele Probleme, in, halt eben, dass die Familien halt eben in dieser Zweisamkeit eigentlich Hilfe brauchen, so wie ich das hier bei dir ja auch erfahre. Ja, ja. Ja, gerade mit zwei Kindern oder auch sogar mehreren. Das heißt, das ist enorm viel Arbeit. Kinder brauchen Alternativen. Wir müssen ständig jemanden haben, in dem sie sich weiterentwickeln können, ohne gedrückt zu werden. Ja. Und wenn du alleine davor stehst, ich habe auch eine Zeit lang so Hausmann gemacht, aber nur kurze Zeit, und damit ist, dabei ist mir schon gleich aufgefallen, ein Kind, das sich entfaltet, das sitzt mal da, möchte aber, dass du in der Nähe bist und spielt nur vor sich hin. Aber du hast die anderen Arbeiten zu tun. Ja. Ja, und sobald du weg willst, sagt er, hä? Genau. Ja, schon ist das Kind da, so, wo willst du hin? Ja, ja, ja. Und jetzt musst du weg. Was macht das Kind? Ja, entweder hinterher oder schreit oder hat Angst, jetzt wird es verlassen. Ja. Ist eigentlich nicht die Person, die da das Problem macht, sondern die Situation. Ja. Es sind zu wenige da. Das ist ja die große Erfahrung meiner Kindheit, ja. Bin ich als Kind aufgewachsen, ohne zu merken, was für eine Freiheit ich hatte. Ich hatte immer Personen da, die auf mich aufpassen konnten, zu denen ich gehen konnte, hingegangen und beim Opa zugeguckt, wie er da seine Holzarbeiten macht oder bei meinem Vater auch, wie er geschraubt hat an den Motorrädern oder beim Wäschemachen oder beim Kochen oder ich konnte überall dabei sein, weil noch weitere dabei sind und ich nicht für den, der da was tut, eine Belastung bin, der irgendwie aufpassen muss. Ja. Und beim Kochen ist ja gefährlich oder auch bei anderen handwerklichen Sachen. Und ich habe immer richtiges Werkzeug gekriegt. Nicht irgendein Holzhammer. Ja, aber man hat mir auch gesagt, guck mal, wenn du darauf haust, das tut weh. Ja. Also immer Erfahrung machen lassen. Ja, das ist. Und das sind ganz wichtige Erfahrungen. Erfahrung machen lassen dürfen. Und dazu brauchst du diejenigen, die aufpassen können und frei sind von anderen Aufgaben, die ja zeitgleich auch alle zu machen sind. Also ich denke immer, Kinder müssen sich irgendwie entwickeln können, aber dabei sind die eigentlich von Geburt an eigentlich entwickelt und werden bloß dann später verwickelt in die gesellschaftlichen Standards, wo sie sich dann wieder entwickeln müssen dann später. Ja, das ist überhaupt das. Im Grunde ein Fiasko. Ja? Ja. Heute wissen wir, dass Kinder nicht als Dämonen auf die Welt kommen, was man noch vor vielen, vielen Jahren glaubte, sondern heute weiß man, das sind extrem sensible Wesen. Die sind ungeheuer empathisch. Das heißt, die fühlen alles mit. Ja, ich habe gerade letztes Jahr war ich auf einem Kongress Paar- und Babytherapie, auf den, bei denen auch diese ganzen Themen kamen, wie schnell ein Kind auch verletzt ist, weil es einfach das zweite Kind jetzt ist. Ja? Also das erste Kind hat Mama, Papa immer allein gehabt. Mama ist ja vor allen Dingen der Mittelpunkt, weil Papa ja meistens gar nicht da ist. Und das zweite Kind fühlt sich total zurückgesetzt und kann aggressiv werden. Also da sieht man, dass dieser Fokus auf eine Person, ja, und das ist die Welt, gefährlich ist. Und zwar für alle. Nicht nur wegen der Gewalt, sondern das ist wie eine Erniedrigung, fühlt sich das an. Ich bin nicht mehr so wichtig. Und wenn wir das jetzt mal in den Kopf nehmen und sagen, so, jetzt sind da 10 Leute, die da zusammenleben. Dann hat das Kind schon mal erlebt, dass es ganz viele gibt. Dass die Mama, ja, aber da ist auch noch die Frau und der Mann und der Mann, ja, muss nicht der Opa sein, deiner oder deine Mama, sondern das sind andere Freunde halt eben. Wenn ein Kind das erfahren hat, wie in Freundschaft und dann das, ne, die Aktion miteinander auch in Freundschaft geschieht, das ist unser ganz der größte und schwierigste Schritt von uns, überhaupt zu lernen, wie Freundschaft funktioniert, dass sie nämlich nicht einander Besitz nimmt. Da ist ein ganz schweres Ding drin, weil wir das immer gelernt haben. So. Aber das mussten wir erstmal lernen. Ein Kind, das empathisch ist, und das wollte ich da vorhin nochmal drauf aus, das fühlt alles mit. Das fühlt sämtliche Ängste der Eltern. Und worüber haben die Ängste? Was sprechen sie? Was für Ängste sind das? Das sind eigentlich alltägliche, deswegen sprechen wir nicht drüber. Das ist die Angst,
nicht genug Geld zu verdienen, den Arbeitsplatz zu verlieren. Also die Mangelängste. Ja, dass zu wenig da ist, zu wenig, ja. Oder auch die Eifersucht, ja. Irgendjemand anders ist da draußen. Mangel. Die Frau hat Angst, jetzt ist der Mann alleine und ich kann nicht mehr mit ihm ins Bett gehen, weil, ne, weil das nicht funktioniert jetzt gerade. Ja, wo soll er hin? Jetzt geht er woanders hin und diese ganzen Ängste und dann lernt er vielleicht jemanden kennen und, ne. Ängste. Und die Kinder schreien, ohne dass es äußerlichen Grund gibt. Die sind gut ernährt, die haben das, die sind genug Milch, die Windeln sind trocken. Es gibt keinen Grund. Mhm. Aber sie haben Angst. Weil sie es mitfühlen. Mhm. Und da steckt jetzt das größte Ding drin. Ein Kind, das Empathie hat, ist eigentlich das sozialste Lebewesen der Welt. Mhm. Weil es kann nämlich niemandem was zuleide tun. Ja. Denn wenn ich jemandem was zuleide tue, sagt die Empathie, es tut mir weh. Mhm. Empathie ist also was ganz, ganz Sensibles, das sofort merkt, es tut mir weh. Und wenn der andere Angst hat, dann habe ich Angst. Mhm. Weiß auch gar nicht warum. Die Ängste kann ich nicht, ja, das ist, hat Angst. Mhm. Und Angst ist gleichzusetzen mit Aggression. Also Angst, Aggression, Stress, Stresssituation. Wie schnell wird ein Kind angegriffen, nur weil man total im Stress ist? Die Situation gibt es ja massenweise. Ja. Aber nur deswegen im Stress, weil die anderen fehlen. Man ist nur zu zweit, beziehungsweise eigentlich allein vor dem Kind. Und dann mit zwei und drei Kindern. Ja, tolle Nummer. Heißt das die Bindungsforschung, also so wie Neufeld oder dieses Bonding, was Eltern und Vater und Mutter mit dem Kind auf einer höheren Ebene verbindet, gibt es eigentlich gar nicht, sondern das kann ersetzt werden durch Freunde? Nee, das sowohl als auch. Über viele Dinge kann man eigentlich nur spekulieren, weil wir es noch nicht erfahren haben. Wie ich meine, uralt, wir wissen es im Bauch. Unser Unterbewusstsein weiß, das muss eigentlich anders gehen. Es muss einen anderen Weg gehen, sonst würden wir nicht nach Freiheit uns sehnen. Ja, Freiheit kannst du nur erfahren, wenn du Grenzen kennst. Ja, so, sonst aber nun muss es ja nicht sein, dass jeder die Grenzen kennenlernen muss. Sondern wir brauchen ja nur einmal die Entdeckung, wie können wir diese Grenzen so ausweiten, dass wir Spielräume haben, dass wir uns Stück für Stück entwickeln können. Ja, das wäre der Unterschied zwischen Weisheit und Klugheit. Weise bist ja, wenn du es dann erfahren hast und daraus gelernt hast, du dieses Wissen dir selber erschaffen hast. Und Wissen ist ja nur was, was du von anderen lernst, die andere den Fehler schon gemacht haben und sagen, hier, schau, du musst den Fehler nicht machen, hier, ich erkläre dir, wie es geht, dann bist du davor bewahrt. Und dann kannst du die eigene Erfahrung nicht machen, du wirst nicht weise. Hast zwar das Wissen, aber das Wissen ist halt nicht vollständig, weil die Weisheit fehlt, denk. Ja, nun kann man daraus jetzt ein kybernetisches Rad machen, ja, dass man das unbedingt braucht. Fehler machen, ja. Ja, unbedingt braucht, erzwingt. Und ein System wie die Zweisamkeit, da sagt ja die Kirche selbst oder früher schon gesagt, das ist die schwerste Lebensart, die sich ein Mensch überhaupt machen kann. Ja, alles was muss sein, was verpflichtend ist. Wir werden verpflichtet zur Liebe, das ist eigentlich schon paradox. Das geht gar nicht. Ja, das geht, wir sagen eigentlich, das geht nicht. Und was tun wir? Wir machen es. Wir versuchen es, aber es funktioniert ja nicht. Deswegen. Das geht gar nicht, weil du kannst die Echtheit der Liebe nicht erkennen. Obwohl sie drin steckt. Ja. Die ist nie abwesend. Ja. Ja, aber die Wahrheit, die bleibt nur dann, wenn man frei ist. Wenn es Wahlfreiheit gibt. Wenn ich stets mich entwickeln kann, wie jeder andere auch. Mit an, und zwar im Zusammenleben. Sobald wir in einem anderen Haus sind, haben wir schon praktisch eine Grenze, kann man nicht sagen. Muss man auch lernen, mit dem Nachbarn reinzugehen. Ne? Aber dass man sich nicht abkoppelt, sondern dass man immer offen bleibt. Innen wie außen. Das sind auch so schöne Worte, also wie innen so außen, wie im Kleinen so im Großen. Natürlich auch wie im Großen so im Kleinen. Was du draußen siehst, hast du im Kleinen auch. Da haben wir im Moment ein Paradox. Wir haben eine Demokratie, auch wenn sie noch nicht so funktioniert, wie wir das gerne möchten. Eine repräsentative Demokratie. Das ist ja der Trick dabei, dass es in Wirklichkeit gar keine ist. Ja. Also alles schön gedacht. Ist auch richtig. Besser als eine Diktatur. Also Adolf wollten wir, glaube ich, nicht wieder haben. Jedenfalls die meisten nicht zumindest. Ich kenne keine. Aber zu, naja,
Also doch keiner kennengelernt. Ja, aber muss erkennen, das Prinzip von Demokratie ist in der Zweisamkeit mit dem Kind allein überhaupt nicht zu leben. Der Punkt ist, keine Neuwahlfreiheit. Ja. Und du musst gehorchen lernen. Ja. Du kannst weder angreifen noch fliehen. Wenn du es tust, wirst du zurückgebracht. Die Wahlfreiheit, um zu wählen, welches meine Bezugsperson ist und von wem ich lernen will. Ja. Aber ist dann eine Größe von 12 nicht irgendwie zu klein? Man sagt ja so, die Clans haben immer so Größen von 100. Ab 300 wird es dann unpersönlich, also bis 300 maximal, weil man dann nicht mehr jeden kennt. Aber dann sind halt die gleichaltrigen Kinder mit den spielenden Gleichaltrigen zusammen. Also wenn so ein Dorf, man sagt immer zur Kindererziehung, braucht man ein ganzes Dorf. Ja, aber da gibt es auch zwei verschiedene Ansichten. Wenn man Diktaturen, also wenn das kleine System Familie eine Diktatur ist und dann andere Diktaturen sind, auch im Dorf, dann ist es überall praktisch, dass Kinder gezwungen werden und zu bestimmten Handlungen gedrückt und befohlen. Ja. Das positive Dorf ist eigentlich in Urkulturen, in denen eigentlich das Kind auch zum Nachbarn läuft und darum. Aber die kennen sich auch. Ja. Mhm. Da schließt sich ja niemand ab. Hör jetzt zu und der Nachbar kenne ich nicht mehr. Ja. Das ist auch eine Klimasache. Wenn es warm genug ist, kannst du da draußen auch. Aber es vor allen Dingen ist es offenbar die Lehre, die alle Religionen machen. Ich will aber nicht die Religion irgendwie als Böses hinstellen. Das ist notwendig geworden, was ich jetzt sage. Nämlich, es ist überlebensnotwendig gewesen, hierarchische Strukturen zu bauen, damit man kampffähig wird. Mhm. Ein empathischer Mensch ist das nämlich nicht. Mhm. Ja. Das kann gut sein. Das denken wir auch die Mutter. Normalerweise ist er das gar nicht. Er kann es gar nicht. Aber in überlebensnotwendigen Situationen, ich meine nicht mal Krieg, sondern Globalkatastrophen, ja, diese friedlichen Menschlein, die wir ja eigentlich sind und eigentlich wahrscheinlich nur miteinander spielen, egal was wir da machen, wir spielen, ist alles leicht. Mhm. Aber in der Situation müssen wir kämpfen lernen. Und zwar erstmal gegen Tiere, weil wir normalerweise Pflanzen essen oder Früchte, wissen wir ja heute, also wenn du genug Früchte hast, warum sollst du dich dann anstrengen? Ne? Ja, warum willst du jagen gehen, wenn du genug Früchte hast? Ja, wäre ja doof. Ne? Nein, aber wenn es das nicht mehr gibt, plötzlich ist eine verdunkelte Erde da, es wird kalt, keine Früchte, keine Pflanzen und die Tiere sind genauso aggressiv dann, dann musst du praktisch gegen die lieben Tiere, die du liebst, zu dem wir heute ja auch so viel Empathie haben, die musst du umbringen lernen. Ja, das gab es ja auch, ist ja geschichtlich bewiesen mit der Magdalenenflut 1326, als dann die Deutschen angefangen haben, zum ersten Mal Schweine zu züchten. Daher ist dann das Deutschland das Volk der Schweinefresser geworden, sozusagen. Das ist das sind die über die Stadtmauer von Köln, da gibt es noch Zeichnungen, ist das Wasser hochgetrieben und dann gab es nichts mehr zu essen. Und dann haben die Leute, weil es keine Pflanzen und keinen Ackerbau und Landwirtschaft mehr gab, haben die angefangen Schweine, weil die suchen auch im Matsch noch die Fliegen was zu essen. Und dann haben die angefangen, erst Schweine, sonst wären die nie auf diese Fleischesser und diese Schweinefresserkultur gekommen in Deutschland. Also es war die Flut, wo wirklich auch die Erde verdunkelt war. Das war, glaube ich, nach einem Vulkanausbruch oder sowas. Das gibt es ja öfter mal in der Geschichte, wo man einfach mehrere Jahre keine Ernte hat, weil dunkel. Ja, man muss ja, ich glaube, 5 oder 6 Globalkatastrophen hat man mittlerweile nachgewiesen. Ja, und aus unseren Filmen, 3D-Animationen, kann man heute sehen, was sowas bedeuten kann. Ne? Na klar. Ja, also das ist schon gigantisch. Oder wenn so ein Sonnensturm mal wieder kommt, wie 1890 oder irgendwas um den Dreh rum, Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es einen Sonnensturm, eine Sonneneruption, wo dann diese ganzen Telegrafenmasten als Antenne gewirkt haben und das Papier in den Fernschreibern verbrannt ist. Wenn ein Sonnensturm dieser Stärke heute kommt, dann ist alles Elektronische, die Festplatten sind dann verschmolzen, alles kaputt. Und dann hätten wir auch wieder Mittelalter und Steinzeit und dann ist es wichtig, sowas in der Hinterhand zu haben, dass man einfach sagt, ja, wie funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft? Wo sind unsere Fehler? Wo? Und dann, ja, da gibt's auch ein Video auf YouTube. Ja, das ist ganz, ganz schön. Also es ist ja auch zu sehen, in solchen Notsituationen werden plötzlich Feindschaften beiseite gesetzt.
Ja. Not macht erfinderisch. Ja, das ist ja sofort der Nachbar auch der Wichtige, ja? Den brauche ich nämlich jetzt. Ne? Vorher war das derjenige, auf den ich geschimpft habe, um mich selbst zu erhöhen. Genau. Ja. Oder manche machen das. Aber dann wird er wichtig, der Nachbar. Der ist so wichtig. Das ist so wie Ronald Reagan-Prinzip. Wir brauchen bloß eine Alien-Invasion und alle Völker der Erde vereinigen sich. Also müssen wir diese Alien-Invasion schaffen. Ja, wenn man also diesen Kreislauf weiß, dann braucht man, ob man so bewusst oder unbewusst macht, ja, nur den Kreislauf der Angst aufrechterhalten. Ja. Ja? Ja. Und wir Menschen reagieren darauf. Ja. Und in Angst machen wir automatisch etwas, was urtümlich, ja, gezündet worden vor Tausenden von Jahren, wie eine Globalkatastrophe. Mhm. Wir brauchen Hierarchie. Ja. In Angst brauchen wir den Führer. Mhm. Und schon ist es wieder passiert. Dann fängt das Kompetenzgerangel an. Also denke ich mir, wie auf dem Schiff, wie ist es da mit den Kompetenzen, wenn dann, wie macht man das aus? Ist das einfach nur, ich habe das Zertifikat für Schiffsteuerung, für Maschinenbau und also bin ich, gebe ich jetzt die Weisung für die nicht so Kompetenten? Das ist die große Kunst dieser Fachkompetenz, die da an Bord ist. Dass sie versteht, die anderen als Freunde anzunehmen. Ich habe zwar eine Kompetenz, aber wenn ich alleine die nur habe, dann ist alles in Gefahr. Ich muss Kompetenz weitergeben. Mhm. Nicht, damit ist eigentlich schon der Anfang vom Königtum, das wird kleiner. Ja? Die Führungskraft, wenn sie die Intelligenz hat, und wir Menschen haben das, wenn wir den Zusammenhang erkennen, dann verhalten wir uns so, dass wir die Kompetenz, die Informationen abgeben, anderen mitteilen. Mhm. Dazu braucht man natürlich auch das Interesse von den anderen. Ja. Ja, wenn man Leute an Bord hat, die eigentlich kein Interesse an der Seefahrt haben oder an der Sache, an der Arbeit, das ist übrigens bei jeder Arbeitsstelle so, ne? Die kannst du schlecht weiterbilden, weil sie gar nicht begeistert sind von dem, was sie tun. Aber da sind viele begeistert. Die sind auch begeisterungsfähig, allein nur dadurch, dass derjenige, der da führt, auch die einfachen Arbeiten mitmacht. Mhm. Mitputzt, sauber macht, zusammen, so wie wir beide jetzt hier am Tisch sitzen. Da sitzen wir dann halt mit 5, 6 Leuten oder noch mehr am Tisch. Aber meistens diese Größenordnung von 3 bis 6 Leuten, sowas etwa. Und dann kann man klönen. Dann gibt es auch ein Bierchen, nur nicht nur ein Wasser, ne? Also Korn gibt es manchmal auch. Wär die wichtigste Kompetenzfunktion eigentlich ein Mittler? Eine Mittlerfunktion, der sagt, ja, ich kenne dich mit all deinen Problemchen und ich verstehe dich und ich bringe dich mit dem zusammen. Also wir hatten eine Gauklergruppe mal und wir waren 6 total unterschiedliche Menschen, also absolut unterschiedlich. Aber wir hatten einen Mittler, der quasi alle irgendwo zusammengebracht, der jeden verstanden hat. Und das war dann irgendwie mehr oder weniger das Bindeglied. Als er nicht mehr da war, ist natürlich alle ist ihre Wege, aber. Also ist da der Fehler drin, er hat seine Kompetenz nicht weitergegeben. Das heißt, er hätte Mittler lernen müssen, lehren müssen. Andere mit rein, dass die Beobachtung der anderen auch, was macht er? Wie macht er das? Mhm. Das ist ja etwas, in dem ich oftmals in Gruppen Probleme gekriegt habe. Dieses Vermitteln heißt, du musst dich in andere hineinversetzen. Mhm. Und wenn das jetzt nicht nur im Kreis ist, die unterschiedlichen, sondern auch nach außen, also wenn man ganz krass nimmt, ich bin unter Linksdenkern, ne? Ja, und die hauen auf die Rechtsradikalen ein. Mhm. In dem Moment in der Lage zu sein, hey, ich kann die auch verstehen. Mhm. Schon bist du selbst der Feind. Mhm. Ja. Und da steckt ein großes Problem. Ja? Wir brauchen Feindbilder, um besser zu sein. Und wenn denn jemand auch noch Verständnis für den so scheinbar radikal anderen hat, dann haben wir ja die Laus im Pelz. Also ich denke, Feindbilder braucht man nur, wenn man sich selbst nicht so liebt, wie man es denkt, also wie man es gerne hätte. Das ist diese Feindbildgenese, die man erschafft ja selber, die Feindbilder, das ist ja... Ja, es ist faszinierend, ich höre ganz viele sprechen, die sagen auch, ich habe keine Feindbilder. Aber diese scheiß Merkel macht nicht mal weg. Ja, es ist ja, weißt du, man projiziert irgendwas auf und Menschen. Das Feindbild, das schadet nicht dem Feind. Nee. Das schadet dir selbst. Ja, ja. Du machst dir Angst. Ja, klar. Ja. Statt das einfach mal stehen zu lassen, zu sagen, hey,
funktioniert ganz gut, wir haben keinen Krieg und es gibt auch viele Gesetze, die vielleicht nicht so ganz sind, wie wir das möchten, aber sie haben zumindest geschafft in unserer Republik hier, dass jemand, der arbeitslos wird, auch überleben kann. Mhm. Da gibt es viele Dinge, die wirklich gut sind am Staat. Und vor allen Dingen, was mir so wichtig ist, es sind in diesem Staat die Sittengesetze gefallen. Kein Mensch muss in die Zweisamkeit, muss eine Ehe eingehen. Kein Mensch muss das, aber es kann. Es kann, aber es muss nicht. Das heißt, wir haben eigentlich eine super Situation, in der wir uns weiterentwickeln können, und zwar relativ gefahrlos, sogar aus einem Beruf aussteigen und was anderes machen. Und wenn es schief geht, hast du immer noch eine kleine Sicherheit vom Staat. Und kannst was Neues anfangen. Wer hat das denn schon? Gucken wir uns doch mal um in der ganzen Welt. Da gibt es diese Sicherheiten nicht. Ja. Die Risiken sind also klein, was Neues anzufangen, und zwar wirklich grundsätzlich Neues, nämlich abzulassen von dem hierarchischen Prinzip. Da hast du erst mal seinen Schritt. Das ist, wenn man sein Leben lang gelernt hat, irgendwie, dass da immer jemand ist, der einem sagt, wie das Leben funktioniert. So ist das. Und dann fällt man da raus. Ja, deswegen gibt es so viele, die einfach ihren Führer wollen. Also, du musst mal sehen, indem wir das hierarchische System, weil ich bin selbst Vater, ja, drei Kinder, ja, als ich mich selbst erkannt habe als den sozialen Papa, ja, was will ein Kind denn wohl, wenn das rauskommt aus deiner Obhut und Sicherheit und Machen, ja? Wie ein Führer. Oder einfach nur eine Kompetenz, jemanden, der zeigt, wie man lernt doch eben durch Imitation. Natürlich den sozialen Führer. Klar. Und der einzige soziale Führer, der wirklich sozial ist, ist der, der sich selbst überflüssig macht. Weil der alle anderen nämlich wachsen lässt. Eine Führungskompetenz, die du gerade erklärt hast, der die so schön zusammenführt, das ist einer, der ist wertvoll, wie jeder andere auch, der hat nur eine spezielle Sache ausgebildet für sich, ja, nicht nur für sich, sondern das zu sehen, was macht der? Und das mitzulernen und dass der selber das auch weitergibt. Und das geht es nicht so sehr um das Reden, sondern eigentlich bildet sich das, und das ist meine Erfahrung aus dem Handwerk, also aus der Seefahrt und auch später, wo ich das selbst motiviert habe, als ich in der Führungsrolle war, dass das funktioniert, wenn du dich als Führer herausnimmst aus deiner Rolle und allen sagst, wir können alle alles tun. Wenn ihr meine Navigation lernen wollt, Spaß daran habt, oder Verwaltung, das ist auch meine Führungsaufgabe, meine Leitungsaufgabe, macht das. Kommt. Nicht geh und das Klo putzen. Nicht? Und das andere. Und zwar nicht mal, das ist auch mal ganz wichtig, nicht alleine zu tun, sondern immer jemanden dabei zu haben. Denn wenn einer dabei ist, der lernt mit. Und der Effekt ist nicht nur das Lernen, sondern das Empathische, was dann entsteht. Du kommst zu zweit, besser noch zu dritt an der Arbeit. Ja? Das sind praktisch, wenn man sich eine Arbeitsstelle vorstellt, eigentlich genial. Einer, der was tut, also der was kann, hält sich eher zurück. Der schon ein bisschen gelernt hat, macht die Arbeit. Und ein dritter ist der sogenannte Handlanger, der irgendwas versucht zu holen. Das heißt, einer, der ein bisschen gelernt hat, der hat eine Fachkompetenz hinter sich, mit Gefahren sich nicht aufbauen können, Fehler reduzierend, kann auch ihm was zeigen oder auch umgedreht. Und ein dritter ist da wie eine weitere Hand, der Getränke holt oder ein Werkzeug holt oder sonst was holt. Und dabei ist auch schon mitlernen. Und der größte Effekt dabei ist, Empathie entsteht, wenn die drei das nicht hierarchisch machen, wie wir das oftmals erlebt haben, auch im Fernsehen und bei Big Brother oder sowas erlebt. Und so funktioniert das nur. Ne? Und was machst du für eine Scheiße? Das sind alles so drastische Abwertungen, in der jeder Mensch verletzt wird. Nur wir sind das so gewohnt, dass das so normal ist. Aber es ist nicht unsere Natur,
Und das Zeichen dafür, dass es nicht unsere Natur ist, ist die Tatsache, dass wir daran krank werden. Holger Strom hat mal gesagt, man lernt nur von denen, die man auch liebt. Das heißt, es muss, du musst jemanden sympathisch finden, damit du etwas von dem annehmen kannst. Das hat die Natur anscheinend so angelegt, dass man von seinen Feinden nichts annimmt. Weil das ist dann, und was sagt Jesus da? Ja. Passt genau dahin. Weiß nicht. Liebe deine Feinde. Ja. Dann gibt es sie nicht mehr. Wenn wir die nämlich, wenn wir es ganz groß denken, ist natürlich der hier schießt. Das ist ein bisschen spät, ne? Ja, ja, aber wo ist denn der erste Feind, den du in aller Regel bei dir kennst? Der größte, allererste Feind? Weiß nicht, das Ego oder, oder den, weiß nicht, das den größte als, Feind? Den wir als Feind sehen. Also das ist äußeren. Das Mangelbewusstsein. Ja. Ist dein Nebenbuhler um jemanden? Nebenbuhler? Eifersucht. Ach so, Nebenbuhler, ja. Ja. Wegen Eifersucht werden Menschen umgebracht. Ja. Intrigen geschmiedet. Schlecht gemacht. Das ist aber das Konkurrenzdenken. Das ist das Antisynergische. Ne? Das ist, wenn Nebenbuhler jetzt, wenn jemand meine Frau wollte und die Sache ist ja eigentlich, ja, so viel Selbstliebe habe ich. Und wenn man jemanden wirklich liebt, dann kann man ihn gehen lassen. Und wenn er zurückkommt, dann hat man ihn für immer. Aber wozu muss man ihn gehen lassen? Ja, damit er glücklich wird. Ja, das ist richtig. Das, was mich glücklich macht. Das ist ja super. Das wäre ja Empathie. Ja? Jetzt aber dabei nicht zu verlieren. Das ist ja die Sache. Du bist ja alleine. Wenn sie geht, ist sie ja, bist du alleine. Vielleicht sogar mit zwei Kindern. Ist mir passiert zum Beispiel. Ja, ja, dann aber wieder Status quo wie vorher. Du hast die gleiche Kiste. Das heißt, wenn du das erlebst im Zusammenleben von 10, 12 Leuten, überschaubar, ne? Ja, ja. Ja? Überschaubarkeit ist wichtig. Ja. Sagen auch Pädagogen bei der Zahl 12, 13, da verlieren sie langsam die Übersicht. Ne? Mhm. Also wir haben so etwas in uns, eine Leistungsfähigkeit, die bestimmte Mengen für wohltuend empfindet, aber darüber hinaus wie ein fünfter Arm. Ja? Mhm. Ist zu viel. Und wenn du zu wenig Arme hast, ist es zu wenig. Und daraus halt eben zu sehen, es geht nicht darum zu verlieren, sondern ständig zu gewinnen. Mhm. Ja. Wenn du das, was du jetzt eben gesagt hast, ja, im Zusammenleben hast, aber ganz praktisch, ja, deine Frau verliebt sich in mich und ich bleib hier und wir sind Freunde. Ja, und die geht heute zu dir, morgen zu mir oder auch drei Tage, ist völlig egal. Die Sexualität spielt nämlich gar nicht mehr die Rolle. Ja. Und doch eine, nämlich, du fühlst dich wirklich angenommen, und zwar vollständig. Mhm. Ganz. Ja. Ohne, dass ich immer einen Geifer haben muss, ich muss Sex kriegen. Ja, nee, das Wohlgefühl, die vielen Dinge, die da an Wohlgefühl sind, das leichte Leben, das ist Liebe. Mhm. Kein Mensch bringt doch das Wort Liebe zusammen mit Erpressung. Nee. Unterordnung, Ausgrenzung, Eingrenzung, Bedrohung. Nee, nee. Und wo erfährst du das? Im Fernsehen, in Medien, Hollywood. Auch hier. Filme, ja. Das Kind erfährt es hier. Die Kopie dann davon wahrscheinlich. Ja, umgedreht. Wir haben es wie im Kleinen, so im Großen. Ja. Wir können das. Wir haben heute natürlich wunderbare Eltern, die das schon ganz anders machen. Ja? Mhm. Wie wir ja auch versucht. Aber die Kinder sind da, die Kräfte sind nicht da. Und dann scheitert ihr an kleinen Dingen, wie wir alle, weil einfach die anderen nicht da sind. Ja. Also wir brauchen Freundschaft, damit es für die Kinder wie für uns leichter wird, wohltuender wird, niemand mehr unter Druck gerät. Aha. Und auf das Zusammenleben an Wohngemeinschaft, da sind wir ja schon lange gekommen, ne? Dass das ökonomischer ist. Ja, ja. Ja, da ist es noch, ne? Da ist schon klar. Ja. Aber da kommen wir zwar zusammen, da wohnen wir halt eben zusammen und es ist vielleicht ökonomischer, aber wirklich zusammenleben tun sie da immer noch nicht. Weil sie nämlich alle noch zu ihrem Arbeitsplatz fahren, wenn sie dann einen haben. Nee. Ja, irgendwo anders. Die Kampfplätze sind da draußen und wenn sie da gekämpft haben, kommen sie hierher, kämpfen hier weiter. Ja, dann trägt man den Kampf von da draußen hierher, wo man eigentlich nicht haben will. Aber manchmal hast du einen super Arbeitsplatz und hast zu Hause Stress und da kommst du auf den Arbeitsplatz und machst da den Dampf. Ne? Ja. Ja? Und jeder kriegt den Kampf ab. Das ist wirklich, das ist Kampf. Ja. Und wenn das Leben Kampf und Krampf ist, kann das nicht die Natur sein, die eigentlich in uns ist. Wir sind empathische Lebewesen. Mhm.
Und wenn wir begreifen, dass wir durch dieses System kampffähig gemacht werden, aber auch Stress erleben und damit auf Dauer krank werden können. Mhm. Nicht jeder wird krank. Aber allgemeine Erkenntnis aller Ärzteklassen, aller sowieso ist, die eigentlichen Probleme liegen darin, dass unser Immunsystem geschwächt wird durch Stress. Und Stress ist Angst. Angst macht aggressiv. Mhm. Ja? Und zugleich wird dir dann eine Pille verkauft. Ich kann dir sagen, wenn du die nicht kaufst, dann wirst du krank. Ja, so. Wie der Arzt für eine Diagnose ist ja noch 10 Minuten hat die CD. Das hört sich jetzt böse an, ja? Nein, die meinen alle wirklich was Gutes zu tun. Ich will nicht sagen, total alle. Es gibt welche, die das auch. Aber im Allgemeinen wollen alle wirklich dir was Gutes tun. Ja, müssen halt bloß ihre Rechnung bezahlen. Das ist so. Ja? Damit die Rechnungen kleiner werden, kommt doch einfach in Freundschaft zusammen. Und dazu brauchen wir nicht erst 10 Jahre uns kennenlernen, was man so meint, dass Freundschaft entsteht. Ja. Nee, komm bloß da zusammen, wo du zusammenarbeitest. Und such dir die, die wirklich dazu passen, und nimm heraus die Hierarchie. Das ist alles transparent. Mhm. Macht etwas zusammen, entscheidet alles zusammen. Mhm. Und ich glaube, perfekt ist es, wenn eigentlich Empathie bei allen da ist, und ich aus meiner Erfahrung weiß ich, das dauert maximal einen Monat oder so, oder vielleicht 2, bis das wirklich, wirklich total läuft und die kein einziger Führung mehr gebraucht wird. Mhm. Ja, dann hat sich der Führer nämlich selbst überflüssig gemacht, weil alle alles mehr oder weniger können und alles untereinander selber auch entscheiden können, wie sie, wer was macht. Und die kennen sich so gut, dass sie genau wissen, das kann der, das soll der mal lieber machen. Gerade wenn es brenzlig wird, wenn irgendwo Schwierigkeiten sind, dann ist so eine innere Kompetenz da. Das braucht die gar nicht gelernt zu haben. Die können das. Das ist wie dein Talent. Mhm. Zack, das ist da. Ja. Ja, die Symptome sind klar sichtlich. Die Frage ist halt, die ich mir stelle, wie kommt man an die Ursache ran? Es ist in einer konkurrenzbasierten Gesellschaft, wo man auch so erzogen wird, dass alles auf Konkurrenz und du musst besser und Note 1, Note 6, ich bin eine 6, du bist eine 1 und man baut ständig Hierarchien dadurch auf. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus? Weil Kinder, die das schon gelernt haben und damit aufgewachsen sind, die drehen sich in dem Kreislauf weiter und so wird dann jeder zu dem Konkurrenzdienst nach Vorschrift und Handel betreibt man ja auch nur eigentlich unter Feinden, weil wenn es Freunde wäre, braucht man nicht handeln. Dann bräuchte man nicht sagen, du gibst mir das, dann gebe ich dir das, eine Hand wäscht die andere, diese ganzen Sprüche. Wunderbar. Das bräuchte man ja alles eigentlich nicht mehr. Gehen wir bloß ans Kleinste ran. Du sagst genau richtig, ja. Aber wir müssen ans Kleinste rangehen. Das ist das System Familie. Mhm. Ja, und die Familie wird ja eigentlich, steht ja nicht mehr unter so einem großen Schutz, wie es das Grundgesetz mal. Steht immer noch unter großem Schutz. Es werden Milliarden dafür aufgewendet, damit die Familie überhaupt noch bestehen bleibt. Ja, weil die wahrscheinlich wüssten, dass das ganze System zusammenbrechen wird sonst. Das wissen sie nicht. Nein, ich weiß aus diesen Kreisen auch, eigentlich durch den Gerhard Hüther, dass die sehr wohl nach Alternativen suchen. Mhm. Es ist nur noch nichts in Sicht bisher oder war nicht genügend in Sicht, dass alternative Wohn- und Lebensmodelle wirklich funktionieren. Mhm. Denn in aller Regel ist gerade diese Gruppen, die da alternativ entstehen, wollen sich abkapseln vom alten System und haben ein Feindbild. Mhm. Ja, viele autonome Gruppen. Ja. Haben enormes Feindbild, der böse Staat. Aber ich kenne auch einige, die haben das nicht. Die sagen einfach nur, sie wollen was Neues. Sie wollen nicht mehr das Alte und sie sagen halt, wir stecken keine Energie mehr in das alte System. Das ist auch schon ein Abkoppeln. Ne? Das ist so ungefähr, als wenn man gegen die Wurzeln, die man hat, kämpft. Es ist, als ob die Blume ihre Wurzeln kappt. Ja, aber das sind ja eigentlich künstliche Wurzeln, dieses Schulnotensystem, das preußische Frontalunterrichtssystem, dieses konkurrenzbasierte Wettkampfsystem, alle Wettbewerbe von Bundesjugendspielen bis weiter, ich bin besser als Goldmedaille, Bronzemedaille. Kommen wir zurück von der Ursache, wohl das vorn zur Ursache her. Ja. Wie das Einstein schon sagt, kein einziges Problem ist mit dem Prinzip zu lösen, durch das es entstanden ist. Mhm. Und wenn wir mal sehen, welche Kulturen sind denn die
extremsten, die kampffähigsten der Welt. Das sind die, die am härtesten in der Religion agiert haben. Mhm. Die härtesten Familien. Noch unter Hitler, wir haben ein ganz nahes Beispiel. Mhm. Ja? Hart wie Kruppstahl. Ja? Ja. Die Kinder müssen bumm und bumm, bumm, bumm. Und wenn ich das sage, dann da, zack. Mhm. Und dann hast du absolut das Handwerk gelernt, das jeder Diktator oder jeder Staat braucht, ja, um sich wehren und auch angreifen zu können. Du brauchst dann nämlich ein Volk, das gehorcht. Mhm. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, heute die Waffentechnik braucht eigentlich gar kein Heer mehr. Mhm. Ja, braucht gar keinen Menschen mehr. Ja? Früher brauchtest du tatsächlich den Mann am Schwert. Mhm. Das heißt, die Kräftigen und die Grausamen und die Aggressiven, mhm, und die total Empathielosen. Ja, ja. Ja, und wenn man mal reinguckt, egal welcher Diktator, mhm, wenn man reinguckt in deren Kindheit, mhm, dann wissen wir, warum sie Diktator werden. Ja. Zutiefst Gedemütigte. Mhm. Die haben eigentlich nur eine Wahl. Entweder wirst du Führer oder du wirst ewig gequält als Sklave. Kann man sich immer empfinden. Also die Führer sind ja dann auch nur Schäferhunde. Wenn die dann geschoren werden, merken sie das auch irgendwann. Es gibt ja überhaupt, auch wenn man sieht, ein sogenannter Führer oder Leiter, der ist, gerade wenn sie reich sind, die sind in extremen Gefahren. Mhm. Also ich bin mit vielen reichen Leuten auch zusammen gewesen. Mhm. Und man kann da eben ganz klar sehen, die sind zwar reich und können zwar ein Schild umaufbauen, aber warum brauchen sie das denn? Ja? Ihre Bodyguards, ihre Mauern, ihre Kameras und so weiter. Weil sie Angst haben. Die haben viel mehr Angst, als jemand, der gerade so eben zurechtkommt. Mhm. Der fühlt sich vielleicht abgewertet, ja. Aber dass der, der aufgewertet ist, noch viel mehr Angst hat, das glaubt gar keiner. Und deswegen erhält sich das System auch. Es erhält sich durch Angst. Angst, 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 Angst. Mhm. Eine Kybernetik der Angst. Ja. Wir brauchen nur jetzt eine Weiterentwicklung machen, wenn wir jetzt erkennen, dass das ursprünglich mal naturmäßig auch erzwungen wurde, dass wir, mhm, so werden mussten, mhm, das auch hinzustellen und zu sagen, ja, das sind unsere Wurzeln, wir können so sein. Mhm. Aber heute sind wir in einer Situation angelangt, in der die Welle der Konkurrenz, mhm, Erfindergeist der Konkurrenz, der Gewalt, der Technik, mhm, so groß geworden sind, dass wir heute vor Waffentechniken stehen, mhm, die, wenn die losgelassen werden in der Größenordnung, niemand mehr überleben kann. Ja, natürlich. Also man muss diese Angst quasi, ja, um den Schwertkämpfer zu ersetzen. Das ist eine Riesenbedrohung. Das ist eine weltweite Bedrohung der Großmächte gegenseitig. Und die halten sie, ja, im Gleichgewicht, weil dazu, und da muss man sagen, die Spionage eigentlich hervorragend funktioniert, mhm, und dadurch weiß jeder vom anderen und weiß auch, wie der gefährlich ist. Aber wenn jetzt die Angst nicht mehr entstanden würde, also wenn die Russen sagen, heuer, die Amerikaner werfen Atombombe, kein Problem, und die Russen sagen, heuer, hätten wir keine Angst mehr. Ja, das ist ja auch reduziert. Also in allen Staaten hat es so richtige Kriege nicht mehr gegeben, in den großen Staaten. Aha. Oder sie machen es irgendwo anders, Afghanistan, ein anderes, ja, sicher, ja, ne? Da ist ihre Spielwiese, da können sie auch noch, kann man am Bösen sehen, aber man kann, ja, auch sagen, ja, lass mal einfach die Finger da raus, die werden sich nicht mehr angreifen, mhm, und sie suchen eigentlich nach Lösungen. Mhm. Denn das ist nicht das einzige Problem. Ja. Das größte Problem von all den Dingen ist die Überbevölkerung. Ja. Nochmal zurück zur Angst. Ist es nicht von der Enge, also ist es nicht so eine Art, ja, Angst? Wo entsteht die Angst? Wie entsteht die? Weil das ist ja dann eigentlich die Triebfeder. Die Triebfeder, nicht Freund-Todestrieb oder. Haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Ja? Das ist das, was wir als System, hierarchisches, mhm, Familiensystem lernen. Daran ist ja auch. Das ist im Grunde Sadomasochismus, was da entsteht. Ja. Du wirst ja bedroht, du wirst erpresst, du wirst begrenzt, du musst gehorchen lernen, ja, du kannst nicht weg, du kannst auch nicht angreifen. Mhm. Das ist ein Zuchtsystem zur Anerkennung von Führerschaft, mhm, wenn man es mal krass ausdrückt. Ja. Ja, darin entsteht natürlich Angst. Klar, du willst dich frei machen davon.
Ja. Eine Adoleszenzphase ist ein typisches Beispiel dafür, dass auch Urkulturen nicht kennen. Ja. Ja? Ja. Ja. Aber in dem Prinzip, in dem wir sind, in diesem kleinen Ding, und je kleiner eine Familie wird, desto heftiger wird das ja. Weil du hast überhaupt keine Alternativen mehr. Ja. Da ist keine Hilfe mehr da. Auch wenn früher die Großfamilien noch halt eben relativ harmloser waren, aber da war das System halt eben des Oberhauptes, das halt eben die Macht hatte und hat bestimmt, wer was kriegt und wer nicht. Mhm. Das ist das kleine Königtum. Ne? Ja. Die Mafia ist nichts anderes als genau das Prinzip. Ja. Ja, und jedes Königtum ist auch eine Mafia. Nur hat sie halt eben Gesetze, die wir so halten, dass wir uns einander nicht fressen. Mhm. Wir brauchen also Gesetze, weil wir dieses hierarchische System lernen, dadurch Konkurrenz lernen und kämpfen lernen. Mhm. Wenn du das loslassen würdest, würde es nur noch den Stärkeren geben, ja, den anderen erschlägt. Ja. Kann es sein, dass dieser zivile Ungehorsam dann oder quasi diese Angstfreiheit dann entsteht, wenn man keine Angst mehr vom Tod hat? Nun, das ergibt sich auch. Weil wenn wir also aufwachsen in einer Situation, in der wir nicht mehr für andere Verantwortung tragen, also das hört sich jetzt krumm an, wahrscheinlich, ja. Aber wenn wir Empathie haben, brauchen wir das Wort Verantwortung nicht mehr. Ja. Also, weil dein Leid ist mein Leid. Also ich werde dir helfen, ja, das ist ganz klar. Ja. Weil ich leide, weil du leidest. Ja. Ja. Wir brauchen das Kunststück Verantwortung für jemanden. Mhm. Nur wenn du für jemanden Verantwortung hast, dann nimmst du ihm die Verantwortung. Mhm. Das heißt, der lernt gar nicht Verantwortung. Ja. Wenn wir so groß sagen, wir haben Verantwortung für die Kinder, dann verlieren sie die. Natürlich, ja. Ja, die lernen nur eine Verantwortung, nämlich die gegenüber dem Führer. Mhm. Und zack, haben wir schon wieder den Nagel drin. Ne? Ja, wenn du das im Kleinen hast, hast du das da draußen auch. Aber ist es nicht so, wenn die Ich-Bildung erst stattfindet? Am Anfang ist es ja, die nennen sich ja noch gar nicht so als ihren eigenen Körper oder bewusst als ich war, ich bin der in diesem Körper. Es kommt ja erst so dieses... Ja, ist die Frage, ob wir es brauchen. Ja. In unserem System brauchen wir das. Denn das ist auch der Beginn des Egos. Ja, aber man braucht doch Grenzen. Ich meine, jeder Körper hat Grenzen. Es nennt sich Haut. Das können wir auch sehen in der fließenden Grenze von der Größenordnung von 12. Mhm. Die Zellen machen ja auch nichts anderes. Jede Zelle in unserem Körper hat, wie die Blume des Lebens auch, wenn man die sind ziemlich gleich groß, die Zellen, und rundherum gehen immer nur 12. Ja. Ja, nur, das ist ja grenzenlos, es gibt keine Mitte davon. Aha. Ja, das heißt, die Mitte ist eigentlich die Außenzelle von der nächsten, die Mitte ist, wieder von der, also ist nicht zu fassen, die Mitte. Ja. Deswegen sind es immer 12, die ineinander fließend sind. Und trotzdem haben sie Größenordnungsgrenzen, was man ja auch bei der Zellteilung sieht. Aha. Bestimmte Größenordnung. Was ja, Neues? Ja, so 3, 6, 9, 12, ja, und Fibonacci-Reihe. Ja. Oder wenn wir sehen, 12 oder schon die 6er-Gruppe ist schon mal eine Grenze. Da kommen sehr oft in größeren Gruppen 6 zusammen. 3 Paare oftmals. Mhm. Ja. Aber diese Größenordnung langt noch nicht aus, um ein leichtes Leben zu haben. Das ist schon eine Teamgröße, die 6. Merkt man auch immer wieder. Wenn wir die 2. Gruppe haben, und das 12, genial, 2 Sechsergruppen. Ja. Ja. Und da kann man auch merken, wir sitzen in der Größenordnung von 6 gern zusammen, weil man da sich so unterhalten kann. Mhm. Wenn das nämlich mehr werden, ist die Strecke zu groß. Ja. Ganz schlicht, die Strecke ist zu groß und du wirst feststellen, wenn man so einen langen Tisch macht, das macht man ja gerne. Das ist natürlich. Beim 7. Ist aus, der 8. bringt sich eine neue Gruppe. Dann nenne ich, das ist Zellteilung. Ja, natürlich. Wir haben eine Größenordnung erreicht, ja, wo wir gut noch zuhören können, wo alles noch ganz in Ruhe gesprochen werden kann. Wir brauchen noch keinen großen Redner, sondern ganz sanft und locker miteinander reden. Mhm. Ganz ruhig. Und dann entsteht wieder eine Gruppe. Und wenn du jetzt die 12 nimmst, ich mache dir das gerade, Das sind übrigens auch 12, oder? Wenn man es mal nimmt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ja, ist auch 6. Die Extremität. Ja. Dann haben wir eigentlich eine Mini-Demokratie. Aha. Und das ist das, was ich auch an Bord später, als ich es selbst motiviert habe, gemerkt habe. Ich brauchte nur eine Seite zu motivieren,
zum Selbstwerden, zur Selbsterkenntnis, Selbstachtung, Selbsterfahrung, ja, Selbstmachen. Mhm. Ja. Und dann lief das und die waren glücklich damit und die konnten sich selbst bestimmen. Selbstbestimmung ist was ganz Wertvolles. Und fang's an im Kleinen. Mhm. Ja, und dann hat das Spaß, dann machst du Spaß. Das heißt, die Arbeit wird leicht. Die sind nicht mehr gegeneinander und in Konkurrenz, sondern sind Ergänzung. Mhm. Die verschmelzen. Sache ist, will ich das, ne? Manchmal. Wie du das eben sagst, wollen wir das überhaupt? Ja. Das ist das Entscheidende. Ja. Wir selber müssen es wollen. Und wir müssen auch uns das Herz, ja, das Gefühl, das Wohlgefühl, ja, können wir da uns ein Wohlgefühl von machen? Ist das für uns ein Wohlgefühl? Ja. Wenn wir mit so vielen zusammen sind. Da ist bei vielen schnell der Ofen aus, weil sie nämlich gerade in Arbeitsgruppen die größten Gefahren erlebt haben, weil wir da ja in Konkurrenz zusammenkommen. Mhm. Mhm. Ja, wir lernen Konkurrenz und dann sollen wir Teamgeist machen. Völliges Paradox. Das geht nicht. Mhm. Ja. Ja, kann ich auch wieder den Gerald Hüther immer sagen, der das auch sagt. Ja. Das kann nicht funktionieren. Wenn ich immer nur in Konkurrenz, das Gehirn immer nur auf Konkurrenz, Hurra schreit, ja, wird belohnt auf Konkurrenz. Einmal verlierst du die Empathie für die Verlierer. Ja, ja? Und zum anderen hast du auch wirklich keinen Teamgeist mehr. Mhm. Interessant ist aber auch, dass wenn wir einfach wild zusammenkommen, so Gruppentherapien, ja, das dauert eine halbe Stunde, Stunde, dann entsteht ein Wohlgefühl. Wir fühlen uns wohl in der Gemeinschaft und die sind alle fremd und kennen sich gar nicht. Ja. Hey, ist das nicht ein Tor? Ja. Hey, komm einfach mit denen zusammen und jetzt haben wir eine gemeinsame Aufgabe. Das heißt nicht Maximierung von Kapital, sondern uns das Leben so leicht wie möglich zu machen. Und dazu brauchen wir allerdings Freiheit untereinander. Mhm. Und das ist das, wo ich es erfahren habe, auch in anderen Gruppenbeobachtungen. Entweder sind es die Außenfeindbilder, ja, die dann die Konflikte drinnen auch bringen, denn was du draußen hast, hast du drinnen auch. Ja. Oder die Eifersucht indirekt da drin. Mhm. Weil wir haben ja alle gelernt, jemanden zu besitzen. Also besitzen haben wir ja alle nicht, ne? Ist ja alles nicht, ne? Ja. Aber wozu ist denn ein Vertrag da? Du hast den begrenzt. Ja. Heute sagt auch die Rechtsprechung dazu, eine Ehe ist nichts anderes als eine GmbH oder ja, GbR. Ja, da kam mir schon immer ein bisschen suspekt vor. Meine erste Ehe war ja auch so, dann ringen sie zu knechten und ewig zu binden. Ja. Das hat mich mal so total an den Film. Ich habe gedacht, das ist ein Klamauk-Film. Aber als ich den Spruch gelesen habe, den musst du dir angucken. Ja, klar. Und da wird das eigentlich schon gezeigt. Um diesen dämlichen Ring geht das. Ja. Um diesen dämlichen Ring. Ja, der knechtet dich. It's Chains, ja. Und das, was da gezeigt wird, alles, das sind alles die Folgen. Ja. Alles Folgen. Und wie schön dieser Frodo oder auch der Gollum. Ja. Ja. Genial. Ja, das sind immer genial. Also, in Ketten aus Metall oder die Blockchain dann irgendwann. Da muss man nur drüber nachdenken. Da fällt mir auch noch was ein. Bei Hochzeiten ist mir das aufgefallen, wo eine paradoxe Suggestion gemacht wird. Ich habe mich mal mit Hypnose beschäftigt, war auf solchen Kongressen unterwegs. Und da wird der Korintherbrief, ich glaube 13 ist das, sagt der Stelle draus, in dem Moment, wo du dich versprichst einander, bindest. Ja, Bindung ist, ja. Die Liebe ist frei. Sie kennt keine Eifersucht. Und jetzt gehst du frohen Herzens in die Gefangenschaft und fühlst dich frei. Ja. Innerhalb der Gefangenschaft dann quasi frei. Ich habe die Erlaubnis, in dem Eck meiner Zelle eine Blume zu pflanzen oder so. Okay, ja. Ja, wir sind nämlich Menschen, sind suggestabel. Und jedes Wort, was wir einander geben, ist eine Suggestion, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Wir suggerieren ständig einander und darauf entwickeln wir auch weiter. Es ist nur die Frage, will ich jetzt was verkaufen? Will ich was von dir? Mhm. Oder wollen wir als Freunde uns unterhalten, einfach nur Ideen austauschen, wie es vielleicht besser gehen kann? Mhm. Da habe ich auch was von. Klar, wenn ich mit dabei sein kann, mit anderen Freunden zusammen, ja klar. Also ich will nur alle glücklich machen, dann bin ich nämlich glücklich. Ja, wunderbar. Das ist so. Deswegen brauchen wir halt eben den Mut, auch loszulassen von dem einen Partner. Mhm. Ja. Ja. Und aufzuhören, von meinen Kindern zu sprechen. Mhm. Was ja auch schon, kann die Gebaren, ich weiß nicht, ob der was sagt.
Ja. Die Kinder sind nicht eure Kinder. Ne? Ja. Ja. Wir wissen das alle, wir sind ja so was von schlau. Wir wissen alles. Ja. Nur wir tun es nicht. Ja. Warum eigentlich nur jetzt? Wir haben eine geniale Situation heute. Ja. Nach so vielen Jahren relativen Frieden. Mhm. Dass wir heute keinerlei Muss mehr haben, mit jemandem in diese Gefangenschaft, die der Freiheit heißt, hineinzugehen. Ja. Das Paradox aufzulösen. Ja. In Freundschaft zusammenzukommen. Und Freundschaft nimmt niemand in Gefangenschaft. Mhm. Freundschaft, wie wir so schön sagen, auf Augenhöhe. Mhm. Ja, und nicht nur 1-2 und dann auf Entfernung und vielleicht sehen wir uns alle 3 Jahre mal. Mhm. Nein, zusammenzuleben. Und das kann jeder, weil wir alle Menschen haben den goldenen Kern Empathie in uns, ja, und der kann wieder geweckt werden. Ja. Nämlich durch Freundschaft. Durch freundliches Zusammenleben, in dem niemand anfängt, den anderen in irgendeiner Weise zu begrenzen. Mhm. Auch nicht in der Sexualität. Ja. Und dann kann es sich ergänzen. Dann ist die Liebe und inklusive der Sexualität nämlich eine Ergänzung, die das Ganze zusammenhält. Nicht mit Druck, sondern mit Wohlgefühl zieht und zugleich Freiheit hat. Denn du kannst dich daraus auch in die nächste Gruppe begeben. Ja. Ich hab ein Modell da entwickelt, das ist aus meiner ganzen Erfahrung und meinen Gefühlen und Visionen, die ich auch mal gehabt habe vor einigen Jahren, weil ich so viele Probleme auch gesehen oder auch erlebt habe. Wie gesagt, so wie wir denken, das Leben müsse richtig sein, kann das niemals sein. Mhm. Sonst würden wir nicht so viele Probleme haben und müssten nicht immer wieder Kinder leiden sehen und Kinder verlassen und Traumatisierung. Mhm. Ja, das geht doch nicht. Ja. Ja, da müssen wir noch mal aufwachen. Einfach sagen, weil wer hat das gesagt? Ein Psychologe. Er sagt, es kann unmöglich sein, dass die ganze Menschheit durch Therapien zur Heilung kommen können. Mhm. Eine einzige Verletzung, ein einziges Traumata. Da braucht der Psychotherapeut Stunden um Stunden. Mhm. Und wie viel Traumata haben Sie? Wie willst du das denn jemals hinkriegen? Und dann haben Sie selber ja auch noch Traumata, ne? Ja. Ja, die müssen auch noch auflösen. Also das kann niemals gehen. Niemals kann das funktionieren. Verletzten Menschen, verletzender, ja? Menschen. Das heißt, wir brauchen eine klipp und klar, eine Idee, die uns gar nicht mehr verletzt. Jedenfalls nicht mehr so, wie wir das bisher kennen. Ja. Und das, sage ich, ist eigentlich Freundschaft. Mhm. Jetzt nenne ich mal das Wort ich will es bald nicht sagen, weil man es immer gleich wieder falsch versteht. Aber doch, jetzt muss ich es sagen, Freundschaftsbund. Ja. Das hat nämlich einen negativen Begriff. Aber es ist auch eine Bindung, positiven, ne? Ja, richtig. Ja. Und das hat nämlich auch die Kirche davon gemacht, wenn wir da jetzt auf die Religion kommen. Die hat Jahrtausende die Hierarchie daher gebetet, ja, weil das notwendig war. Ja, im Grunde waren es die Aufrechterhalter, weil wenn die starken der Druck nicht gewesen wäre, dann würde der Mensch, genauso wie wir es heute erfahren, nach 60 Jahren Demokratie, also Diktatur, Freiheit, dass sie immer mehr Freiheit wollen. Die Familien fallen deswegen auseinander. Mhm. Mhm. Ja? Wir kommen nämlich zu unserer Urnatur zurück, zur Freiheit. Ja. Aber auf diesem Weg wurden früher, da hatten sie noch keine technischen Waffen, mit denen sie sich verteidigen konnten, da mussten sie an das Schwert. Mhm. Und dann musst du kämpfen lernen. Ja. Und das tust du nicht, wenn keine Gefahr droht. Mhm. Kann man heute noch sehen, ob das nun Polen war oder auch andere Sachen. Ja. Ja, man muss dem Volk erstmal eine Gefahr vorspielen, damit sie wieder dem Führer folgt. Mhm. Das macht man in unserem Staat so nicht mehr. Weil man weiß, sie würden selber ihren Job verlieren. Mhm. Die Demokratie würde sich auflösen. Wenn man hier die Gefahren alle darstellen würde, die da sind, dann würde man das Volk wieder vollkommen in Aufruhr bringen und der Ruf nach dem Führer wäre selbstverständlich wieder da. Mhm. Aber wir können einen anderen Weg machen, der ist viel effektiver. Wenn wir nämlich kleine Gruppen machen, wo ein Kind oder zwei Kinder dann aufwachsen, in Freiheit, in Freundschaft, dass sie das erleben,
dann sind solche Gruppen erstmal selbst, sehr schnell ist das selbst heilend. Mhm. Wohlgefühl macht gesund. Mhm. Also in der ganzen Ärzteschaft auch bekannt. Ja, ist ein Mensch glücklich, ist das Immunsystem stark, ja, und damit reduzieren sich die Krankheiten. Ja. Ja, ganz einfach. Leb doch einfach so, dass du glücklich bist. Aber glücklich macht nicht, wenn du dich mit jemandem allein festfrisst. Ja. Brauchst Freunde. Also wir stehen davor, wir können das heute machen. Mhm. Wir wollen nur einmal die Birne anstrengen. Hey, wie geht das anders? Damit sich auch die Gefühle ändern. Denn wir sind eigentlich in einem paradoxen Gefühl. Wir glauben, das wäre die Liebe, wenn wir jemanden gefangen nehmen. Ja. Ja. Gefangen nehmen darf ich schon gar nicht sagen. Ja? Das ist... Ja, das ist eine Selbstkrönung. Was sagt Khalil Gibran dazu? So wie die Liebe dich krönt, so wird sie dich schlagen, bis du weiß wirst. Ja, ja, ja? Genau. Dreschboden der Liebe. Also könnte man die Welt transformieren nach dem Gandhi-Prinzip, wenn man sagt, sei selbst der Wandel, den du dir für die Welt wünschst und lebe den. Aber die Sache ist, da gibt es auch dieses Zitat, wo man sagt, achte auf deine Gefühle, denn sie bestimmen dein Denken. Achte auf dein Denken, denn sie bestimmen dein Handeln. Achte auf dein Handeln, denn sie bestimmen deine Realität. Und, alles klar, und, super. Ja. Und das Problem ist, kann man das vielleicht umgedreht aufhören, wenn jetzt zum Beispiel mal Weltfreiheit, jetzt wäre zum Beispiel die Weltfreiheit, erklären wir jetzt hier. Wir erklären jetzt die Welt für frei. Oh, Kamera, wir erklären trotzdem nochmal die Welt für frei. Die Welt ist frei. Jetzt haben wir quasi das Ziel. Der Endziel darf man, das ist ja schon wieder eine Gedankenfreiheit, die ich, Gedankeninfreiheit, die ich mir auflege, indem ich jetzt Endziel das Wort verwende, weil das ganz ist ja schön negativ geprägt. Und damit habe ich jetzt meine Gedanken schon wieder unfrei gemacht und mein Sagen auch. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Das Ziel quasi am Schluss, das da rauskommt, die Weltfreiheit und dafür braucht man dann dann im nächsten Atemzug die Handlungsfreiheit und dann die Gedankenfreiheit und am Schluss die Gefühlsfreiheit. Kann man das von der Richtung auch rum aufdröseln oder geht es nur, wenn man die Gedanken erst frei macht, um diese Welt zu schaffen? Also ich kann nur dann von mir sprechen, wie ich es gemacht habe, wie ich darauf gekommen bin überhaupt. Also eins habe ich schon mal genannt, als ich mich selber erkannt habe als das Problem. Ja. Nicht als Mensch, sondern die Situation. Dann kann man auch was ändern, wenn man es erkannt hat. Ja. Da habe ich mir gedacht, ups. Ja, das, was du gar nicht willst, ist Faschismus. Ja, ist diese Grausamkeiten, die da entstehen. Ja, bist eigentlich gegen Hierarchie. Mhm. Also diese bedrohende Hierarchie. Bist zwar nicht bedrohend für mich, nicht gefühlt, aber du hast auch keine Alternative gegeben dem Kind, du bist der Einzige. Und hab doch jetzt etwas verursacht, unbewusst, was ich gar nicht wollte. Ja. Wieder, dass das Kind wieder in Unterordnung geht. Ja. Ja? Und sich darin wohlfühlt. Und natürlich die Nächste auch wieder macht seine Paarschaft. Ja? Es geht ja immer weiter. Weil gerade wenn das System Familie, gerade in der Zweisamkeit funktioniert, macht so das Kind nach. Ja, natürlich. Da sind die Gedanken nicht frei. Und damit kann auch die Handlung nicht frei sein. Weil du da dein Wohlgefühl und deinen Schutz erfahren hast, kommst du nicht auf die Idee, dass das vielleicht größer, viel leichter, viel besser wäre und die ganze Konkurrenz auflösen würde. Ja. Und jetzt spreche ich also nur von mir. Ich komme also erstmal meine Gedanken. Dann bin ich auch ein Mensch, der gern Sex hat. Ich liebe also auch die Körperlichkeit. Und dann habe ich das verbunden. Da habe ich gesagt, wie kann das denn zusammen möglich werden? Ja. Auch dass die Eifersucht sich auflöst. Nicht, weil du sagst, jetzt, du darfst nicht mehr eifersüchtig sein, sondern wann habe ich denn einen Vorteil davon, wenn die Liebe sich verwandelt? Krass gesagt, wenn wir es nicht mehr riechen können. Ja. Und das woanders hin wandert. Wann ist denn das der Fall? Und so bin ich dann Schritt für Schritt darauf gekommen, dass wir einfach nur zusammenleben müssen. Und zwar eine Arbeitsstelle, die aber nicht mehr Maximierung von Gewinn, sondern... eigentlich von leichtem Leben. Warum muss ich denn viel Geld ausgeben, um zum Friseur Nagel lackieren oder Massage? Da können wir doch alles gegenseitig. Ja. Ja.
Und nun ist das kein Modell für Leute, die Geld haben. Mhm. Ja, die begreifen Freiheit anders. Ja, durch Geld. Ja, ja. Aber für Menschen, die entweder das Bewusstsein haben, sie wollen anders leben, oder die eben auch das Kapital nicht haben. Ja. Die einfach sagen, hey, wir können ein geniales Leben haben, wenn wir einfach zusammenkommen. Ja. Statt gegeneinander, miteinander lernen. Und da brauchst du eigentlich gar keinen großen Verstand zu. Ja. Und das, die Rechenmodelle zeigen das auch. Man kann mit so wenig Geld von, ich glaube, 4 oder 5 Euro sind das pro Tag an Ernährung, ja, bei 10, 12 Leuten, ja, da kannst du wunderbare Menüs machen, wenn du es selber machst. Ja, ja. Und dann lernst du auch, und das ist das Wichtige, ist nicht nur ökonomisch, das ist empathisch. Ja. Du lernst Empathie dabei. Aber, und da muss auch wieder eine Empathie sagen, wenn du dich mit jemandem begrenzt, hast du praktisch die anderen beleidigt. Ja. Ja, wenn 4, 5 dich mögen und da geht es noch nicht mal um die Sexualität, ja. Mhm. Und eine Person sagt, nee, ich will es mit denen. Mhm. Und du hast darauf eingewilligt. Dann hast du einmal deine Würde verloren, weil die ist Freiheit. Ja. Ja, merkt ja auch kaum einer, aber ich glaube, bis vor kurzem erst noch gar nicht erkannt. Mhm. Die Würde ist unantastbar, aber wir tasten sie selbst an. Ja, das ist. Wenn wir das also machen, was passiert? Alle ziehen sich zurück, weil die Eifersucht ist ein Todesstoß für alle Gemeinschaften. Mhm. Und die stellen wir nur deswegen her, weil wir sagen, das ist meine. Das ist wie so ein Raubtier. Mhm. Meins. Und da kommt meine Frau, mein Haus, meine Kinder, mein Pferd, mein Königreich. Gibt es schon Gesellschaften, wo das umgesetzt wird nach dem Prinzip? Ja, es gibt einige. Die sind alle platt. Ja. Ja klar. Warum? Weil sie empathisch sind. Ja, aber das heißt, ist das nicht überlebensfähig und kann sich nicht anpassen an dieses. Doch, und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, weswegen wir auch die Kämpfer brauchen. Ja. Die brauchen sich einander. Weil diese Lebensart ist heilend. Mhm. Die ist fast stressfrei, kann man sagen. Aha. Ja? Das heißt, da bist erstmal die darin leben, werden geheilt, dadurch, weil es leicht ist, weil Liebe da ist. Wahre Liebe, die niemandem was wegnimmt. Ja. Egal, was es ist. Niemanden. Mhm. Die werden, meine Erfahrung, das ist also keine Theorie, die werden so sanft, dass sie einmal alles können, ja, aber sie können nicht mehr jemanden angreifen. Mhm. Aber können sich auch nicht verteidigen. Das ist es. Und deswegen brauchst du die anderen. Du kannst das nur als Weiterentwicklung global sehen. Mhm. In wenigen Staaten ist sowas nur möglich. Mhm. In denen nämlich die hierarchischen, also die diktatorischen Maßnahmen zur Erhaltung des Systems, des Kampfes, nämlich sich langsam aufgelöst haben. Mhm. So kann man von Moral oder Moral sprechen. Ist es moralisch, ein Kampfsystem aufrechtzuerhalten? Ja, wenn nämlich es gar nicht anders geht. Wenn du zum Beispiel keine Technik hast, die dich schützen könnte. Mhm. Mhm. Aber die haben wir heute. Das heißt, wir brauchen heute bei Soldaten, das merkt man auch in der ganzen Bewegung, auch bei der Polizei, wir brauchen dort klare Köpfe. Mhm. Klare Köpfe sind nicht kalte Köpfe, sondern empathische. Ja. Die haben das Wohl aller auch im Kopf. Mhm. Und die werden nur angreifen, beziehungsweise sich wehren. Der Angriff ist denen fern. Mhm. Aber wehren, ja. Mhm. Aber offen sein. Ja. Annehmen. Aber auch zugleich sagen, jetzt ist genug. Aha. Jeder kann überlastet werden. Auch ein Staat. Ja. Klar. Und in einer kleinen Gemeinschaft wirst du das auch erleben, wenn du oder wir zu zweit auch, und da sind da 10 Kinder, so sehr wir sie lieben, aber die überlassen uns garantiert. Mhm. Ja, das sind nur Kinder. Aber genauso ist es auch mit anderen, die eigentlich nur krank sind. Wie oft sind Krankenschwestern vor den Situationen? Mhm. Ja, kranke, und du bist allein davor. Das ist immer Stress. Ja. Immer. Ja. Wir wollen eigentlich nur, wie du und ich, eigentlich freundlich zusammenkommen. Ja. Hm? Ich schenke dir was ein. Und das Leben wird leicht. Das denke ich mir auch. Und so haben wir, weißt du, so ist das ganz wichtig zu verstehen, da gibt es gar keine Gegnerschaften. Mhm. Ja. Das System, was da ist, ist völlig okay.
verbesserungswürdig, nämlich dadurch, dass eine neue Kernzelle, die eigentlich unsere uralte ist, wieder aufersteht. Aha. Wieder sich entwickeln darf. Und das darf sie schon lange. Wir tun es noch nicht. Ja. Oder wir haben noch nicht begriffen, wie sie wirklich funktioniert. Und mittlerweile weiß es auch die Kirche. Also ich habe vor ungefähr 10 Jahren bin ich an ein kleines Büchlein gekommen von Anselm Grün. Aha, ja. Ich wünschte einen Freund. Ja. Da steht drin, die Väter unserer Religion, das war nicht Jesus, sondern 313, Kaiser Konstantin, ja, der hat das wahre Vermächtnis Jesus absichtlich verboten. Mhm. Das war nämlich ein freies Zusammenleben von Menschen. Deswegen heißt das auch Freundschaftsbund. Mhm. Und ihm folgten hauptsächlich Frauen. Warum? Weil die Ausgestoßenen waren. Männer selten. Mhm. Ja? Ja, aber die standen auf der Straße und mussten sich prostituieren. Ja? Das heißt, dieses Modell von Freundschaft ist unter Frauen, da können alle Frauen sein, es geht gar nicht mehr um Kinder kriegen. Mhm. Es geht um Freundschaft. Wenn da jemand stirbt oder krank wird, kommt ein Freund dazu. Mhm. Und jetzt haben wir noch den größten Effekt in der ganzen Idee. Wenn wir so leben lernen, dann brauchen wir nicht mehr noch mehr Kinder und noch mehr Überbevölkerung, sondern durch Freundschaft kann sich die Welt ganz ruhig reduzieren, ohne dass ein einziger Schuss fallen muss. Ja. Und gesund. Ja. Nicht durch Krankheit fertig machen, nein. Ja. Können gesund und durch Ausleben absterben, einer nach dem anderen. Kommt ein neuer Freund rein und du hast wieder eine Gemeinschaft, wir nennen sie lieber Freischaft, ja. Ja. Also ein freies Miteinander von 12 Freunden. Mhm. Die sich das auch reinwählen. Nicht jeder passt da rein. Mhm. Nicht vom Gleichdenken, sondern bestimmte Tätigkeiten müssen ausgefüllt werden. Ja? Ja. Du musst genug Handwerker haben, du musst genug Leute haben, die gerne putzen und so weiter. Ja? Oder die Ideengeber von, was weiß ich, von irgendwelchen Erfindungen oder sonst was. Mhm. Das braucht die Verschiedenheit, die Unterschiedlichkeit. Nicht Gleichdenker kommen zusammen, sondern Unterschiede kommen zusammen. Mhm. Und nur Unterschiede können sich wirklich ergänzen. Ja, natürlich. Wenn wir nur aus Händen bestehen würden, das würde nicht funktionieren. Ja. Das ist dann halt die Sache mit der Kompetenzhierarchie. Ja, eigentlich sind das ganz fürchterlich untaugliche Teile. Die haben ja keine Finger, nichts dran, ja. Mhm. Aber sie werden gebraucht. Die können nicht sein ohne die anderen. Mhm. Und der faule Sack, der hier in der Mitte, wird von den Beinen getragen. Mhm. Ja. Ja. Aber die brauchen wir, sonst wären die Beine auch nicht. Ja. Die Rübe da oben auch nicht. So. Sehr gut. Peter, dein Schlusswort. Freundschaft sei auf der ganzen Welt. Ein uralter Text, ja, ganz alt. Die Freundschaft ist die Liebe. Sie kennt keine Über-, keine Unterordnung. So sei es. Zum Wohle. Zum Wohle.